öfters in Rom, weil ich die Stadt sehr gern habe. Ja, Rom, das ist natürlich die Überlagerung von fast 3000 Jahren Kultur. Wenn man hier ein Loch gräbt, kann man die ganzen Schichten der Geschichte, der Kultur finden. Da hat es sich gut gefügt, dass der Direktor der Villa Medici mich gefragt, ob ich eine Ausstellung machen will. Und dann habe ich gleich Ja gesagt und habe was vorbereitet, speziell für diese Räume. Les dirigeants du monde à travers les siècles, c'était les femmes. Les femmes, ils sont en blanche et ils n'ont pas de tête. Dans la première salle, vous avez une galerie de poétesses, alors Sappho, on connaît, mais les autres, Dexilla et les autres, on ne connaît pas. On ne connaît que par les citations des hommes, des poètes qui sont plus connus. En montrant les femmes sans tête, je vois l'histoire de l'appréciation de la femme, l'histoire chez les Grecs. Moi, je décris les choses, je décris l'histoire, je découvre l'histoire et les strates de l'histoire, mais ce n'est pas moi qui... je suis le messager. Also, es sind natürlich Frauen von allen Zeiten. Also zum Beispiel die Claudia Quinta war, ist eine Frau, eine Vestalin, aus der Zeit der Römischen Republik noch. Die wurde angeklagt, mit einem Mann sich eingelassen zu haben. Und sie musste dann durch ein Gottesurteil beweisen, dass sie unschuldig ist. Und dann hat sie mit ihren Haaren ein im Tibersand festsitzendes Schiff weggezogen. Die Haare sind ja sowieso konnotiert mit den Frauen. Die Elisabeth aus der jüngeren Geschichte, die Sissi, hat ja einen großen Kult um ihre Haare gemacht. Die hat die Haare nachts hochgehängt an ihr Bett, damit die bei ihr so schwer waren. Und das Schiff war für sie, auch für sie das Symbol der Flucht gewesen und des Nomadentums durch ganz Europa. Sie hat in den Wiener Hof geflohen und war an sich die erste Feministin. Wissenschaft schafft ja keine ganzheitliche Aussage. Je mehr wir wissen, je mehr Detailwissen wir haben, desto größer wird das Unwissen. Und nur die Mythen können einen intuitiven Zusammenhang herstellen. Also Mythen von allen Zeiten haben immer das eine gemeinsam, dass sie uns einen Zusammenhang anbieten, der sonst nicht sichtbar wäre.